Moin Moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt. Und zwar mit der Mission im Blockbuster-Event Bereit für den Kampf, sammle Abschirmerdaten. Das mache ich hier auf so einer Lagerzerstören-Map. Abschirmerdaten, das sind so kleine Kügelchen, die aus den Gegnern rausfallen und die man einsammeln muss. Und Abschirmer sind die Viecher, die den anderen Schilde geben. Also muss man da immer diese Schildgeber abschießen und dann mit ein bisschen Glück droppen die dann so einen Datensatz. Und davon braucht man 7 Stück. So, bei mir sind Lamaran und Shinaira. Das nächste Lager ist im Osten. Bei den höheren Lagern tauchen die öfter mal auf. Viecher mit Schild. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, Abschirmerdaten zu sammeln. Mal gucken. Ist natürlich immer ein bisschen vom Zufall abhängig, was für Viecher aus dem Lager rauskommen. Wir sahen schon mal keine. So, im Nordwesten ist das nächste Lager. Jetzt mal auf dem Weg dahin. Ach, fast wäre ich über den Zaun gekommen. So, hier ist das nächste Lager. Da waren Abschirmer dabei. So sieht das aus hier. Shinaira sammelt es mir vor der Nase weg. Aber gesehen habt das ja. Sie wollte ja nett sein. Aber hier gibt es noch mehr Abschirmer. Du hast noch 15 Minuten, um die Mission abzuschließen. Da hinten, da ist es. War nur hinterm großen Gebäude versteckt. Ein neues Spielzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Eine Feuerbelagerungsbrecherknarre. Die habe ich mir ganz neu hochgelevelt. Die ist voll auf Schaden und Kopfschussschaden. Und nach 5 Kopfschüssen kriege ich noch mal extra 30% mehr Schaden. Aufgespürt, zerstört, unterjocht. Bisher waren natürlich recht wenig Abschirmer. Im Westen geht's weiter. Aber das ist auch immer erst bei den höheren Lagern. Da steigt dann die Chance. Dieses hier, schalte es aus. Jetzt wird's ernst. Mach dich bereit. Jetzt hier die Schrauben retten. Roboter rausholen.
irgendwie ganz schön wenig Abschirmer gerade. Herausforderung angenommen! Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Da hinten sehe ich es durch den Zaun im Nordosten. Leg mich hier mal kurz hin, ein bisschen ausruhen. Gemütlich an der Tanne. Alles in Butter. Genau, alles in Butter. Zwar keine Abschirmer, aber jede Menge Laseraugen. Man kann ja nicht immer alles haben. Aber sonst gehe ich danach noch mal ein paar Patrouillen suchen. Die haben auch immer Abschirmer dabei. Sie hängen schon in den Seilen. Lass jetzt nicht locker. So, da hinten ist es gleich um die Ecke im Osten. Geschaltet. Los geht's. Du weißt, was du zu tun hast. Noch 10 Minuten. Ziehst du durch. Ja, so einen Belagerungsbrecher kann ich mich auf jeden Fall auch gewöhnen. Lager losgerannt, um den Überlebenden zu fressen. Ja, nur noch eins übrig. Ja. Hab eins. Überprüfe deine Karte. Du bist trotzdem gerettet. Friss mein Schrapnell! Jetzt wird's feurig! So, Madame ist gerettet. Und das Lager ist im Westen. Die Ausbeute war ja bisher sehr mager mit den Abschirmerdaten. Wäre vielleicht eine Verteidigungsmission doch besser gewesen. Den Bienen. Da kommt noch eine Menge. Das ist, glaube ich, die letzte Welle. So, das waren die Lager. Da hat noch jemand seine Autoreifenteile in der Ecke liegen. Warum suchst du nicht nach Ressourcen? Hier hinter. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen so auf der Map rumgucken. Wir werden noch irgendwo ein paar Abschirmer finden.
Da ist eine Waschmaschinenfabrik, die ist natürlich verlockend, aber das erspare ich euch jetzt, dass ich da farme und 5 Minuten Waschmaschinen zerkloppe. Aber wenn ihr so eine Fabrik seht, definitiv ein Besuch wert, normalerweise. So ein Viecher, sind da vielleicht Abschirmer bei. Scheinen im Keller zu sein. Oben zu sein. Die haben sich im Dachgeschoss versteckt hier. Man muss richtig was tun, um hier an seine Monster zu kommen. Und wahrscheinlich sind nicht mal Abschirmer dabei. Jetzt sind sie alle runtergegangen. Ja. Da sind sie. Das war auch nichts. Noch 5 Minuten. Zeig euch dann mal ganz ausführlich, wie man keine Abschirmerdaten sammelt. Ich brauche Hilfe! Ich fahre mal ein bisschen außen rum. Vielleicht finde ich da welche. Normale Viecher. Das ist der Vorführeffekt, wenn man denkt, jetzt brauche ich die mal ganz dringend, dann findet man keine. Noch eine Idee, wo ich welche herkriegen könnte. Ah, da ist einer. Ja, da. Perfekt. Die Abschirmer scheinen die Höhlen vor der Korrosion zu bewahren. Wir müssen herausfinden, wie sie da das machen. Rostschutzabschirmer. Korrosion ist ja Rost. Eine Idee, wie ich das vielleicht hinkriegen kann, wenn ich hier nämlich einen Saugheber finde. Vielleicht, wenn ich da in die zweite oder dritte Stufe von einem Saugheber komme. Okay. Hier ist ein Saugheber. Lemmeran hat den netterweise für mich markiert. Letzte Stufe kann ich auf jeden Fall eh noch ohne machen, aber bauen trotzdem lieber ein. Ja, 2 Minuten ist nicht lange, dann schmeiß ich mir lieber an. Ich bewundere deinen Enthusiasmus! Natürlich gibt es in der ersten Welle noch nicht wirklich häufig Abschirmer, die kommen dann immer erst in der zweiten oder dritten Welle. Hab ich dich! Zermalmer. Auch nicht so ganz das, was wir bestellt haben. So, ich schmeiß den gleich nochmal an, auch wenn es nur noch 45 Sekunden sind. Schaffen wir nicht fertig, aber vielleicht kriegen wir noch einen Abschirmer. Sieht aber gerade auch nicht so gut aus. Murphy's Law, wenn man sie braucht, kommen sie nicht.
war trotzdem eine lustige Mission und ihr habt gesehen, wie die Dinger aussehen, falls ihr das nicht eh schon wusstet und wo man die herkriegt. Ich werde die Quest dann irgendwann anders fertig machen, ohne Video. Ich nehme an, es wird nicht so spannend sein, da jetzt zu gucken, wie ich die letzten 5 Daten sammle. Das Prinzip sollte klar sein, dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, aber ich glaube, in Verteidigungsmissionen kommen die häufiger vor. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen, Ideen habt, rein in die Kommentare damit. Ich lese mir das alles durch und beantworte euch das so schnell ich kann. Und dann schaltet wieder ein, wenn es weitergeht in Fortnite, Rette die Welt oder bei den anderen Spielen hier im Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.